Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Loot-Chest-Video. Ich muss dazu sagen, ich habe leider vergessen, mein Audio zu speichern, weil ich extrem dumm bin. Deswegen musste ich das Audio von der Kamera nehmen und das ist, um ehrlich zu sein, sehr, sehr bescheiden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem mit dem Video Spaß, dann sehen wir uns jetzt gleich. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Halloween-Ausgabe der Loot-Chest. Hoffentlich heute mit Leckereien, die irgendwie gruselig sind, mit Items, die auch gruselig sind. Übrigens, am 31.10. an Halloween mache ich einen sehr übelst fetten, geilen Livestream. Wenn ihr dabei sein wollt, bitte mal vormerken. Wird richtig geil. Wir schnitzen unter anderem einen Kürbis. Und vielleicht kann ich ja auch ein paar Sachen, die jetzt hier drin sind, dafür verwenden für den Stream. Ich bin wirklich extremst hype und ich mache einfach mal auf und ich freue mich schon so wie ein kleines Kind. Was haben wir denn hier drin? Ja, wir haben ein Umbrella Corporation Regenschirm. Es wird ja wieder ein bisschen, naja, eigentlich wird es gerade wieder sonnig draußen, aber Umbrella ist mega cool, Resident Evil ist mega geil, ein Regenschirm von Umbrella, ich habe keinen Regenschirm, ich brauche so dringend einen Regenschirm. Ja, der Regenschirm ist kaputt. Irgendwas ist da gerade rumgeflogen. Ich weiß noch nicht genau was, aber auf jeden Fall ist mein Regenschirm, naja, ich kann ihn glaube ich noch gebrauchen, aber... Nee. Ich habe ihn jetzt schon geschrottet. Oh Mann, da ist irgendwie eine Schraube oder irgendwie so ein Teil rausgegangen. Ich muss gleich mal suchen gehen, aber sieht man überhaupt noch was hier? Umbrella Corporation, eigentlich eine sehr, sehr geile Sache, wenn er nicht kaputt gegangen wäre. Aber ansonsten ist es eine geile Sache. Ich brauche so dringend einen neuen Regenschirm. Ich habe wirklich keinen. Noch nie hier gehabt irgendwie in meiner Wohnung. Also für draußen, für meine, also nicht für meine Wohnung, sondern für draußen. Aber in meiner Wohnung habe ich einen Regenschirm gehabt. Jetzt habe ich einen und ich repariere ihn hoffentlich wieder. Wir haben einen Regenschirm bekommen. Yay! Dann haben wir passend zu Halloween natürlich so komische Gebiss-Vampirzähne. Hallo, ich bin ein Vampir. Den Livestream am 31.10. werde ich natürlich auch genau so machen, mit dem Ding an, die ganze Zeit. Ja. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr leckeres Item. Finde ich auch sehr cool. Muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben auch was richtig Geiles drin. Und zwar Daryl haben wir hier drin, ja, eine sehr, sehr geile Sache. Daryl von The Walking Dead. Und ich muss sagen, sehr, sehr geil. Daryl ist da drin, verdammt nochmal. Hier stehen irgendwie auch ganz viele Sachen, die kann man glaube ich jetzt nicht wirklich sehen, aber es kann sich jetzt Daryl Dixon dazugesellen. Mega geil, mit der Armbrust hinten dran. Also geht ja auch bald weiter, die nächste Staffel ist bald schon wieder im Anflug, ich glaube diesen Monat noch irgendwann. Und, oder? Daryl, ist das so? Ja. Ja. Sag ja, nicht nein. Du sollst ja sagen. Ja. Auf jeden Fall sehr geile Sachen. Daryl Dixon kann ich irgendwo da oben hinstellen und dann wird er in den Streams und in den Videos jetzt immer ein Teil von uns sein. Sehr, sehr geile Sache. Finde ich richtig, wirklich, wirklich richtig geil. Das finde ich richtig gut. Ah, einer der geilsten Sachen in der Loot Chest ever. Eigentlich könnte das wirklich, wenn es so weitergeht, die geilste Loot Chest werden. Wir haben Resident Evil drin gehabt, wir haben jetzt The Walking Dead drin gehabt, wir haben Vampir-Zähne drin gehabt. Aber bis jetzt top, auf jeden Fall richtig top und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Wir haben Süßigkeiten hier irgendwie. Oh ja, wir haben hier Blutballs, Bubblegum. Ich mach die mal auf, Dragees sind das, das sind so Dragees sind das. Bubblegum Dragees, Leute. So runde Kugeln, die sehr kirschig schmecken, oder? Ah. Mhm. Das ist immer so ein bisschen Kindheit, so extrem süß, extrem aromatisiert. Das ist schon echt geil. Ich muss jetzt mal ausspucken, weil ich noch mit euch reden muss. Ein bisschen. Dann kommen wir zum nächsten Item. Ihr seht schon, Chucky die Mörderpuppe haben wir hier. Happy Halloween Chucky. Als ich damals klein war, kam der allererste Film raus davon, Chucky die Mörderpuppe. Und ich habe mich als Kind getraut, den Film zu gucken, ganz heimlich. Und was ist das hier jetzt genau? Es sieht aus wie, ach guck mal an, das ist irgendwas zum Verschicken mehr oder weniger, eine Art Postkarte oder so. Kann man das verschicken? Das ist eine Postkarte, Leute. Voll cool. Ich würde ja sagen, ich verschicke die an einen von euch und mache ein Gewinnspiel draus, aber ich will es eigentlich selber behalten. Ich will es mir vielleicht mal hinten hinhängen oder so. Da hat man auch immer schön für Halloween noch was Passendes dabei, für den Stream oder so. Ich behalte es erstmal, aber vielleicht verlose ich das dann am 31.10. im Stream oder so.
Wäre auch mega cool. Chucky. Vielleicht dann noch so mit einem Autogramm innen drin oder so von Lori und Mia. Und das wäre vielleicht gar nicht mal so ungeil. Machen wir vielleicht, aber erst mal besser Mia. Ja, Chucky, gib mal eine Puppe. Und wenn du jetzt nicht lieb bist und einen Daumen nach oben da lässt, kommt Chucky auch zu dir nach Hause und tötet deine ganze Familie. Also lass einen Daumen nach oben da. Dann haben wir noch was T-Shirt-mäßiges hier drin, glaube ich. Und noch was anderes. Wir machen erstmal das andere noch auf. Was ist das denn hier? Ein Spiel mal wieder oder so? Wogen des Wahnsinns. Tides of Madness. Das ist ein Spiel und zwar 18 Spielkarten, 20 Wahnsinnsplättchen, 4 Markierungsplättchen und eine Spielanleitung. Im Nachfolger des preisgekrönten Tides of Time drohen euch neue Gefahren. Spielt selber gewinnbringende Karten und treibt eure Mitspieler dabei in den Wahnsinn. Entdeckt altertümliches Wissen oder verliert euren Verstand bei den Konfrontationen mit dem großen Alten. Du benötigst einen Tippzettel und einen Stift. Nicht enthalten. Ja, ein Spiel ist das hier, das kann man mal schön angucken, da sind Karten drauf. Und so Plättchen drin. Auf den Karten steht da irgendwas drauf? Nein, das sind einfach nur Karten, die für jedes Set mit enthalten. Es ist halt so ein bisschen... Ich verstehe es noch nicht, um ehrlich zu sein, aber ich muss die Anleitung ja auch erstmal lesen, um das Ganze zu verstehen. Es sind Karten. Ziehe eine Karte. Die hier, wirklich die hier. Guck dir die genau an. Was die? Hä? Hä? Nee, ne? Scheiße. Fuck. Und dann jetzt last but not umgetragen ein T-Shirt. Kann ich erkennen, was es ist aktuell? Ich reiße... Ah, ich sehe es schon. Ist das nicht Limbo oder Inside oder... Limbo ist das, glaube ich, ne? Oder Inside? Einer von den beiden... Oder ist es Little Nightmares? Nein, nein, ist es nicht. Es müsste eigentlich Limbo sein. Oder doch? Inside? Auf jeden Fall eins von diesen beiden Spielen. Was? Ne, das müsste aber eigentlich Limbo sein. Das ist Limbo. Das ist Limbo, Leute, oder? Ich glaube, es ist Limbo. Und je öfter ich Limbo sage, desto komischer klingt es Limbo. Limbo, Limbo. Limbo, Limbo, Limbo. Limbo, eine Limbusine. Ich schau mal kurz rein, was da drin gewesen ist. Ist das Limbo gewesen? Ich bin gespannt. Es ist Limbo gewesen. Limbo, ja. Dann Umbrella Corporation, das Spiel hatten wir am Start. Dann hatten wir am Start noch die Grußkarte von Chucky. Die Vampirzähne hatten wir. Dann Daryl Dixon, The Walking Dead und Block Balls. Das war's schon. Aber ich habe was Neues zum Anziehen. Ich habe Daryl Dixon, ich habe einen Regenschirm, ich bin gewappnet für den Winter. Aber das war's mit der Halloween-Ausgabe. Wir sehen uns wieder am 31.10. zum ultrakrassen Livestream, zum Halloween-Livestream. Vielleicht dann wirklich mit den Vampir-Zähnen. Mal gucken, ob ich die lange tragen will und kann. Ich kann aber nicht richtig reden, das wäre irgendwie Quatsch, das dann so lange zu tragen. Egal. Dann sehen wir uns wieder. Einen Daumen nach oben habt ihr ja schon da gelassen. Wegen Chucky eben habe ich ja schon gesagt, Leute. Nächsten Monat gibt es die nächste Loot-Chest zum Auspacken. Freue ich mich sehr darauf, wenn ihr auch mal eine Loot-Chest haben wollt. Link zur Loot-Chest in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken, euch informieren, vielleicht eine Kiste abonnieren und dann bekommt ihr auch jeden Monat die tollsten Sachen zugeschickt, die es nur so zu kaufen gibt in einer Überraschungsbox. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.